Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt, hinter der Kamera. Und was ist das genau, was Sie da setzt, Robert? Ein Obelisken. Wir haben hier eine Rose, eine Hagebuttenrose gepflanzt. Okay. Die eigentlich groß hochwächst, 1,50 Meter, 1,80 Meter und eher in die Breite. Und da wir hier ein bisschen zähmen wollen und schlanker halten, setzen wir den Obelisken über die Rose, dass wir die so raufnehmen könnt. Das ist eine Hagebuttenrose, genau, ja. Die einmal blüht und dann sehr viele Hagebutten bildet mit sehr viel Vitamin C. Und den Obelisken setzt ihr jetzt da einfach so rein? Genau, eigentlich zentral über die Rose, und das probieren wir gerade, wie wir den noch ein bisschen nach unten bringen, dass er stabiler ist. Genau, sozusagen, wir haben hier ein Moorbeet oder neue Erde eingeschüttet, sodass es einigermaßen dann passt. Daniel, du hast den Obelisken zusammengesetzt. Ging das einfach? War das schwierig? Nein, sehr einfach. Natürlich ist es besser, wenn man zu zweit sitzt, damit man da diese Lackierung nicht verkratzt. Sobald das irgendwie aneinander reibt, gibt es natürlich Kratzer rein und dann fängt das an zu rosten. Und scheint mir eine sehr stabile Konstruktion zu sein. Ja, ist wirklich super. Was man sonst so sieht, also ich denke schon, das hält auch gut. Kann hier zusammengesteckt werden, dann wieder mit diesen Plastikteilen. Ja, ich finde das wirklich eine gute. Sind das die gleichen Profile, die benutzt werden, wie auch für die anderen Konstruktionen, für die Beerengärtchen? Genau. Ja. Okay, herzlichen Dank und weiterhin frohes Pflanzen. Ja. Danke. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Luberacom, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier gibt es gartenvideo.com, wo Sie einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier gibt es Gärten.com, wo es mehr Gartenunterhaltung und mehr Garteninformation gibt. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.